Ja, eine neue Folge Klaus trifft Frauenfußball. Heute habe ich einen Gast aus Österreich, beziehungsweise sie ist geboren in Karlsruhe. Herzlich willkommen, Charlotte Poll. Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, ich war früher Mittelstürmer, du bist Torhüterin. Zwei Positionen, die gegenseitiges Interesse haben. Charlotte, wie ist das Wetter in Österreich? Ja, momentan ist nicht so schön. Also es hat jetzt so gestern und heute geregnet. Wir hatten ein bisschen Schnee, auch in Bregenz, aber der ist jetzt komplett wieder weg. Ich hoffe, dass es jetzt die nächsten Tage dann wieder ein bisschen schöner wird, weil auf den Bergen liegt schon gut Schnee und dann hat das schon was, wenn auch der Himmel dann blau ist dazu. Okay, ich habe gehört, bei minus 88 Grad friert man in Österreich. Ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Nur 3 Minuten. Bitte? Nur 3 Minuten. 3 Minuten. Jetzt bei deinem neuen Verein, SPG SCR Alter Vorderland. Ja. Das ist eine Spielgemeinschaft. Genau. Da habt ihr letztens in der Kühlkammer habt ihr da Schock gefroren, richtig? Kannst du das mal erzählen, was da gemacht wird? Also das war bei einem Sponsor von uns, Samina, und die haben uns eben erklärt über Schlaf und optimale Regeneration und was alles dazugehört, und die haben eben auch so eine Kältekammer, die eben die Regeneration fördern soll, und die durften wir da mal ausprobieren. Okay, und das waren 3 Minuten? 3 Minuten bei minus 8? Ja, ich glaube, 3,5 Minuten haben wir es dann doch gemacht bei minus 88 Grad. Aber ich muss sagen, es war nicht mein erstes Mal in der Kältekammer, also ich wusste, was kommt. Andere waren darauf nicht so vorbereitet. Das war dann ein bisschen lustiger. Ja, okay. Hast du das in Paris auch schon kennengelernt? Ja, genau. Okay. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittel, um zu regenerieren. Ja. Ne? Hat man schon öfters gehört. Jetzt habt ihr da so einen Unterricht bekommen über Schlaf und so. Vielleicht erzählst du da mal, vielleicht auch mal was da so wichtig ist im Profifußball, aber Amateurfußball natürlich auch, ne? Ja, also uns wurde viel über Schlaf erzählt, einfach weil Schlaf den Großteil der Regeneration ausmacht, und allein was sie uns erzählt haben, wir machen, glaube ich, schon vieles falsch, sage ich mal, gerade meine Generation mit Handy vorm Schlafen gehen, dies, das, dass man sein Schlafzimmer nicht nur fürs Schlafen benutzt, sondern viele auch noch einen Fernseher drin haben. Und gerade so die Sachen haben sie uns gesagt, das ist so viel Potenzial noch, das zu optimieren, und man kann so viel Leistung aus gutem Schlaf dann eben auch rausholen, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten sollen. Ja, habt ihr über Ernährung auch gesprochen in dem Zusammenhang? In dem Zusammenhang nicht, aber also wir hatten auch schon Workshops zur Ernährung, einfach auch, weil es ein wichtiger Baustein ist. Regeneration besteht einfach aus primär Schlaf, Ernährung und auch aktiver Regeneration. Und da muss man sich auch ein bisschen, finde ich, meiner Meinung nach, als Profi mit beschäftigen, weil es einfach dem Körper gut tut und der Körper unser Kapital ist. Ja, ich habe das jetzt schon von mehreren Seiten gehört. Es geht ja auch um Verletzungsvorbeugung, dass man konzentriert auf dem Spielfeld ist und so weiter und so fort. Ja, fangen wir mal mit deiner Karriere an. Du hast ja wirklich schon einiges durchlebt. Als junges Mädel hast du in den Babinis angefangen, ja. In Karlsruhe. Wie genau. War das? Wie war das damals? Also ich habe angefangen, nachdem, ich glaube, im Kindergarten hat einer ein Tor mitgebracht, dann haben wir mal gebolzt. Und irgendeiner von denen ist dann zum FSSV Karlsruhe gegangen. Und ich bin einfach mal mitgegangen als 5-Jährige. Und mir hat es so gut gefallen, dass ich dann einfach dort geblieben bin. Also ich habe ein Probetraining dann mitgemacht. Dem anderen hat es gar nicht so gut gefallen, der ist gar nicht da geblieben. Aber ich habe gesagt, das ist so super, ich komme auf jeden Fall wieder. Und dann war ich eben bei der FSSV Karlsruhe. Und da bin ich auch 10 Jahre geblieben. Insofern ja, war es eine gute Entscheidung. Genau. Und warst du gleich Torhüterin oder bist du erst woanders eingesetzt worden? Bambini war ich tatsächlich noch Mittelfeld, so linker Flügel meistens. Aber dann sind wir von Bambini raus in F-Jugend, glaube ich. F, ja. Und dann hatten wir kein Torwart mehr und dann war ich auch direkt im Tor. Also ich war sehr, sehr früh auch schon im Tor. Ah, okay. Also hast du da schon die ersten
Ausbildungsschritte genossen, ne? Als Torhüterin. Ja, ja, mehr oder weniger. Ja, genau. Ich glaube, es lag auch dann daran, gut, erstmal hatten wir keinen Torwart mehr, aber ich habe mit meiner Schwester natürlich auch im Garten dann immer Fußball gespielt und sie hat ein bisschen Angst vor dem Ball und dementsprechend ist sie nicht ins Tor gegangen, aber irgendjemand musste ja ins Tor gehen und dann ist es an mir hängen geblieben. Und dann hatte ich so ein bisschen Einzeltraining immer mit meiner Schwester im Garten. Okay, so, jetzt hatten wir vorhin schon über deine Schwester gesprochen, ich habe das auch recherchiert, du hast eine Zwillingsschwester. Genau. Und ihr seid zwei eigentlich, also man kann euch nicht verwechseln, aber eine kleine Geschichte gibt es zu erzählen. Erzähl doch mal. Also man sollte uns eigentlich nicht verwechseln, aber in der Schule ist es dann doch mal passiert, dass ich weiß gar nicht wie, ob, also ich glaube jetzt nicht, dass es optische Verwechslung war, aber wir hatten eigentlich alles, also jeden Unterricht getrennt voneinander, weil wir es auch so wollten. Nur Spanisch hatten wir dann irgendwann mal zusammen. Und ich habe gefehlt bei einer Klausur, so wie oft, wegen Fußball. Und ich wollte schon die Lehrerin fragen, so, weil ich den nachschreiben soll. Dann meinte sie so, ah ja, da hattest du ja die Eins. Und ich, was? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine Schwester die Eins geschrieben hat. Und ich so, ja. Aber ich habe noch geguckt. Also ich muss sagen, ich habe geguckt, ob meine Schwester die Note eingetragen hat. Hätte sie jetzt die nicht gehabt, dann hätte ich jetzt nicht die Eins genommen und sie nachschreiben lassen. Aber sie hatte sie auch noch. Insofern haben wir das ein bisschen stillschweigend dann angenommen. Ja, nun, hätte ich auch gemacht, ne? Warum auch nicht? Ja. So ein Geschenk kriegt man nicht immer, ne? Es war auch das einzige Geschenk, das ich gekriegt habe in der Schule, insofern. Okay. Jetzt habe ich noch in der Recherche gelesen, dein Papa, der ist auch ziemlich erfinderisch, der hat ein Spiel erfunden. Ja. Tja, was ist denn das für ein Spiel? Ja, also er hat zu Studienzeiten mit einem Kommilitonen das Kicker-Manager-Spiel erfunden. Ich weiß nicht, ob es jemand was sagt, aber es gibt mittlerweile ja ganz viele Variationen davon, wo man eben sein Team aus reellen Spielern zusammenstellt und die reellen Bewertungen dann auch die Teambewertung ausmachen. Ah, okay. Und das haben sie eben als Studenten erfunden und dann irgendwann an Kicker verkauft und mussten dann aber die Auswertung übernehmen und dann kamen immer Briefe und was weiß ich, weil da war noch nichts elektronisch und dann mussten sie alles per Post auswerten. Und irgendwann, jetzt ist alles natürlich online und digital, aber das ist immer eine Geschichte, die er sehr gerne erzählt, wenn irgendjemand fußballaffin ist, auf uns trifft, dann sagt, ah ja, kennt ihr das? Ja, das habe ich mit einem Studienkollegen erfunden damals. Ja, ist doch schön, wenn man so darauf stolz sein kann. Und er ist ja auch Jurist geworden. Genau. Also Studium neben dem Kicker-Magazin, Managerspiel auch noch das Studium durchlaufen, erfolgreich. Ja. Ja, das ist schon lustig, weil mittlerweile das dann doch ein paar auch wissen, weil ich schon das eine oder andere Mal erzählt habe. Und er ist sehr stolz drauf, wenn es dann jemand weiß oder wenn ihn jemand drauf anspricht. Darf er auch. Ne? Ja, jetzt haben wir auch du studierst ja auch. Was heißt Sport? Ne? Sportmanagement. Übers Fernstudium? Genau. Also ich mache Fernstudium, sprich ich kann alles von zu Hause aus machen. Ich kann sogar meine Klausuren von zu Hause aus schreiben. Und das ist natürlich dann extrem flexibel, aber ich glaube auch anders wäre es echt schwer vereinbar. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich von Frankreich nach Österreich wechsle, dann müsste ich wieder komplett alles, die Uni wechseln. Dann wird das wieder nicht übertragen. Dann keine Ahnung, ob Frankreich und Österreich sich da so verstehen. Und deshalb ist eigentlich so das Einzige für mich ein Fernstudium. Ja, und wo sitzt die Uni dann beim Fernstudium? Du musst ja auch noch präsent sein, ne? Ich muss tatsächlich nie präsent sein. Das ist 100% von zu Hause aus machbar. Okay. Wir haben verschiedene Standorte. Also ich habe jetzt zum Beispiel, als ich zu Hause war, bin ich Fahrrad gefahren und bin plötzlich an so einem quasi Campus von meiner Uni vorbeigefahren. Kenne ich nicht. Also in Karlsruhe haben sie zum Beispiel einen Standort, aber ich meine, der Hauptsitz ist in Bad Honnef oder sowas irgendwo. Ah, okay. Aber man muss nicht hin. Ja, das ist ja zum Vorteil. Wie verbindet man jetzt den Anspruch, Studium und den Leistungssport? Ich meine, du bist bei der PSG in Frankreich gewesen, hast andere Vereine noch durchlaufen in der Profikarriere. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor.
Also es ist definitiv nicht einfach. Gerade mir fällt es zum Beispiel schwer, dass ich meine Klausuren und alles auch selbst legen kann. Also einerseits diese Flexibilität ist mega gut, andererseits brauche ich immer jemanden, der mir so ein bisschen Druck gibt, dass ich halt was machen muss. Und den Druck habe ich gerade nicht und deshalb läuft es auch ein bisschen langsam da vor sich her. Aber ich muss sagen, wenn ich dann was mache, merke ich auch, dass das ein extrem angenehmer Ausgleich ist, einfach für den Kopf was zu machen. Klar, wir machen gut Fußball, gerade als Torwart ist auch extrem für den Kopf. Aber das Studium ist dann so ganz anders. Du strengst dich dann anders im Kopf an. Und das, finde ich, ist nochmal ein angenehmer Ausgleich. Einfach einerseits zu dieser körperlichen, trotzdem mentalen Aktivität hast du dann was, wo du dich hinsetzt und dann dich ein bisschen fokussieren musst. Also es hat schon auch irgendwie Ähnlichkeiten. Und zu der Ehrgeiz ist, denke ich, schon auch, kommt natürlich auch vom Sport. Das kann ich jetzt schon auch auf mein Studium übertragen, dass ich jetzt da nicht irgendwie reingehe und sage, so, ja, ich guck mal und hier, sondern so, dass ich dann schon alles immer stehen möchte und gut machen möchte und so. Da hilft mir der Sport dann, denke ich, schon auch in meiner Einstellung einfach. Ja, Torwart ist ja ein sehr verantwortungsvoller Posten. Als Mittelstürmer kann ich das Ding mal daneben hauen oder oben drüber oder der Torwart glänzt, aber du stehst ja irgendwo immer im Fokus, wenn es gut oder schlecht läuft, je nachdem, wie man es benennen will. Wie bereitest du dich vor oder wie wurdest du vorbereitet, zum Beispiel in Paris, auf solche schwierigen Situationen? Hat man also, Fehler gemacht? Ja, man macht auf jeden Fall Fehler. Die Frage ist dann halt, wie man damit umgeht. Und ich hatte einen Torwarttrainer in Karlsruhe, privaten Torwarttrainer. Da war ich halt, seit ich glaube ich 12 bin. Und der ist auch Mentaltrainer. Und der hat mir halt relativ früh dann also Skills beigebracht, wie ich zum Beispiel den Fokus legen kann durch Atemübungen, wie man sich beruhigen kann. Dann auch vorm Spiel visualisieren, dass man einfach nochmal alles durchgeht und sich dann in den Aktionen sicher ist, dass man zum Beispiel eine Routine vorm Spiel entwickelt, damit man einfach irgendwas hat, wo man weiß, so, das ist immer da, da kann man sich dran festhalten. Ja, okay. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, vielleicht für jemand, der zuschaut und auch Torhüterin ist, was man da so macht? Also meine Routine wäre zum Beispiel so am Tag vorm Spiel, gerade so vorm Schlafen gehen. Ich liege im Bett, also ganz entspannt, man braucht da jetzt nicht irgendwie großartig noch sich vorbereiten oder irgendwas, sondern ich liege einfach im Bett und gehe so jede Situation durch in meinem Kopf, die passieren könnte. Oder auch, ich habe Bilder von mir, wie ich diese Aktion gut ausführe. Und das gehe ich dann einmal komplett durch, was alles passieren kann, wie ich die Situation eben regle. Und das Wichtige dabei ist aber, dass man eben nur das Positive sieht. Wenn ich mich jetzt hinlege und, keine Ahnung, sehe so, ja, da kommt eine Flanke und ich unterlaufe die Flanke, dann denke ich mir am nächsten Tag, ja, gehe ich jetzt zur Flanke, weil ich bin sie ja unterlaufen. Und deshalb immer nur positiv visualisieren. Und jetzt so zu meiner Routine vorm Spiel habe ich eben nur so Kleinigkeiten, die ich immer machen kann. Wenn ich nämlich jetzt, ich weiß nicht, irgendwie sowas Krasses hätte, dass ich immer so das Lied brauche oder irgendwie sowas und das ist aber nicht von mir alles bestimmbar, dann ist es so ein Faktor, der mich extrem leicht aus der Routine bringen kann. Dementsprechend habe ich einfach so Kleinigkeiten, so zum Beispiel, ich ziehe meinen linken Schuh zuerst an, ich tape mir immer das Handgelenk und schreibe was drauf, so Kleinigkeiten einfach, so die Sachen, die ich immer machen kann, wo mich jetzt niemand beeinflusst. Und das bringt mich einfach in so eine Routine, so eine Sicherheit, dass das beim Spiel dann halt irgendwie auch nicht schief gehen kann. Jetzt habe ich dich beim Training mal beobachtet, beim SC Sand. Ja. Ja, und ich muss sagen, da hast du einen aus dem Knick rausgeholt, da habe ich mir gedacht, meine Güte, klasse. Reaktionsschnell, wie gesagt, auch sich lang gestreckt. Du bist 1,75 oder 1,78? Es gibt zwei. 1,78. 1,78. Ja, ich glaube, es ist von 1,74 bis 1,80 alles im Internet zu finden, aber es ist 1,78 im Pass. Also gehe ich da immer. Da hast du die Rakete gezündet, ne, wie Zinsberger so gerne sagt, und bist da oben in den Knick rein und hast da das Ding nach Hause geholt. Fantastisch. Was bist du? Eine Art Torhüterin, so taktisch gesehen, wo sind deine, wo du glaubst, deine Stärken?
Also ich würde sagen, Stärken, gerade diese Saison ist es mir wieder klarer geworden. Auf jeden Fall Flanken, also Strafraumbeherrschung, da muss ich sagen, bin ich echt positiv überrascht wieder dieses Jahr, weil es einfach die Jahre davor mit der wenigen Spielzeit fand ich es extrem schwierig, da in so ein Selbstvertrauen reinzukommen und dann gehst du auch nicht zu den Flanken. Und das ist jetzt aber diese Saison wiedergekommen und da bin ich echt extrem froh drum. Und da renne ich immer ein bisschen durch die Gegend, sage ich immer, aber schon gezielt und kann relativ viele Flanken abfangen, was gut ist, weil viele Gegner eben auch bei Ecken und so gerade hoch versuchen, gegen uns irgendwie was auszurichten und das läuft dann nicht so, wie die wollen. Generell würde ich aber schon sagen, bin ich so ein Allrounder-Torwart. Also ich kann so alles und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwas so extrem, extrem, extrem gut kann. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich sage auch immer, ich nehme mir so von den Torhütern, ich gucke mir mal so alle an und dann nehme ich mir so meine Bausteine raus. Also zum Beispiel fußballtechnisch kann man sich einfach von zum Beispiel Jan Sommer oder Ederson einfach so viel abschauen. Dann nehme ich mir das raus. Und dann nehme ich mir aber zum Beispiel 1-gegen-1 von Ter Stegen oder Manuel Neuer, weil die haben da so ein bisschen, also Neuer natürlich ist ja eine komplett eigene Technik, Ter Stegen ist da ein bisschen geschulter, finde ich noch. Mhm. Und dann nimmt man sich so einfach so die Bausteine raus und irgendwie hat sich jetzt so mein Stil ergeben, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie so eine krasse, krasse Schwäche habe, aber auch keine krasse, krasse Stärke. Also es ist alles so solide. Okay, ist er denn da dran maßgeblich beteiligt? Ist das dein Torwarttrainer? Nee, das ist nur ein Kollege von mir. Wir hatten einen Drehtag für Titan und der ist eben auch Titan-Torhüter. Er spielt Raum Karlsruhe auf jeden Fall, aber kein Trainer. Also er hatte jetzt nichts damit zu tun. Ja, okay, aber du hast Ter Stegen und so genannt. Als Vorbilder gibt es denn auch weibliche Vorbilder? Du hast mit Christiane Endler zusammengespielt. Ja, also ich würde schon sagen, dass Chris echt viel Einfluss auch so auf meine Denkweisen hatte, würde ich sagen. Ich habe einfach gesehen, wie sie gekommen ist zu PSG, wie sie sich nochmal entwickelt hat mit damals 26, wie man sich in dem Alter nochmal so krass entwickeln kann. Das hat wirklich viel Disziplin, viel Trainingsaufwand und ihre Einstellung ist einfach da so vorbildlich gewesen, dass es mich echt positiv beeindruckt hat. Und ja, sonst ist es schwierig zu sagen, natürlich, als ich aufgewachsen bin, war Nadine Angerer immer noch im deutschen Tor, ist natürlich auch eine Hausnummer gewesen als Torhüterin. Aber sonst kann ich jetzt, also Vorbilder hatte ich nie wirklich aus dem Frauenfußball. Okay, wenn man jetzt mit Christiane Endler zusammenspielt und trainiert, ja. Wie ist das Innenverhältnis? Ist das ein vertrautes Verhältnis? Spricht man da auch nach dem Training mal zusammen? Geht man vielleicht auch mal shoppen oder so? Und vielleicht also, mal Eis essen? Ich muss sagen, ich hatte bisher mit allen Torwartkolleginnen immer ein sehr, sehr gutes, vertrautes Verhältnis. Und gerade in Paris waren wir halt auch immer ausländische Torhüter, sprich, wir waren die Ausländer immer so zusammen und wir haben dann auch in der Freizeit schon auch viel gemacht und bei Chris habe ich zum Beispiel, wenn Länderspielpause war, auf ihren Hund aufgepasst. Ja, okay. Also ich finde, das ist so mit ein Vertrauensbeweis, also wenn ich jemandem so meinen Hund anvertraue, das ist wie ein Kind, also das ist so mit der größte Vertrauensbeweis, den man eigentlich bekommen kann und ja, dementsprechend war unser Verhältnis auch wirklich gut auf dem Platz, neben dem Platz, wenn irgendwelche Probleme waren, ich konnte immer zu ihr gehen. Und wusste, es bleibt bei ihr und das fährt jetzt nicht gleich jeder, insofern. Ja, das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig. Extrem wichtig. Ja. Jetzt hast du von Hund gesprochen, hast du auch einen eigenen Hund? Ich habe leider keinen Hund. Ich hätte gern einen, aber das geht sich zeitlich alles nicht aus. Ja, okay. Aber Österreich, ne, kann man viel spazieren gehen und so weiter und so fort. Da kann man gut wandern, insofern. Mal schauen, vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren. Okay, okay. Gibt es für dich schon schöne Siege, schöne Momente, traurige Momente in deiner Karriere? Traurige Momente waren eigentlich immer so die Champions-League-Spiele bei Paris, immer die Halbfinals. Also da muss ich sagen,
Barcelona war bitter, als wir dort verloren haben. Lyon war bitter letztes Jahr. Das tat schon immer sehr weh. Aber es gab natürlich auch wirklich richtig schöne Siege. Ich erinnere mich an, wir haben 2 Pokalfinals ja gewinnen können. Das erste, da war ich noch nicht so involviert, da war ich Nummer 3 auf der Tribüne gesessen. Aber es war auch schon so ein Moment einfach als Team. Und ja, letztes Jahr dann im Pokalfinale zu spielen, war wirklich einfach cool. Klar, der Gegner war jetzt nicht so der Beste, weil es einfach auch ein Zweitligist war und dann war es ein sehr entspanntes Spiel für mich. Von der Hinsicht würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ein krasser Sieg war, aber vom Titel her war es eben schön. Und dann hatten wir natürlich, eigentlich jedes Spiel gegen Lyon war immer so ein Highlight. Und wenn man gegen Lyon gewonnen hat, da war wirklich gute Stimmung dann. Ja gut, das ist wie wahrscheinlich Dortmund gegen Schalke, ne? Kann man sagen. Ja, kann man vergleichen. Okay, ja, finde ich ja gut. Ja. Aber was hast du? Dieses Jahr zum Beispiel auch ein Spiel, wo wir in der, ich glaube, 93. Minute das 2-1 geschossen haben. Das sind dann auch so Momente, wo man einfach merkt, so wie das Team einfach dann zusammen ist. Und das finde ich dann auch mal schön. Ja, okay. Jetzt bist du ja bei Alltag in Arlberg, ne? Vorarlberg, ja. Vorarlberg. Jetzt hast du einen Jahresvertrag dort unterschrieben. Ja. Richtig. Wie geht's weiter? Also viel kann ich noch nicht sagen, nur dass schon Gespräche waren mit unserem sportlichen Leiter auch bezüglich Verlängerung. Ja, aber das werde ich jetzt ganz entspannt dann mal über die Feiertage auch mit meiner Familie besprechen und dann schauen wir mal. Ja, jetzt mit Alltag seid ihr im Augenblick Tabellendritter. Also ihr könnt noch gut angreifen auf die Qualifikationsplätze. Wie sind denn da so die Prognosen bzw. die Zielsetzungen, Trainer, Team? Also wir würden natürlich alle furchtbar gerne Champions League Quali spielen nächstes Jahr. Ob es jetzt halt schon klappt, ist die Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein langfristiges Ziel vom Verein. Jetzt, ob es diese Saison ist, ob es nächste Saison ist, ob es in 5 Jahren ist. Es ist auf jeden Fall das Ziel vom Verein, dann auch international mitspielen zu können. Und man merkt auch, wie positiv hier alles ist, wie viel Wertschätzung wir auch erfahren von egal welchem Teil des Vereins. Und das finde ich einfach extrem schönes Zeichen für den Frauenfußball. Auch wenn es hier zum Beispiel jetzt im Vergleich finanziell natürlich nochmal ganz anders ist. Viele arbeiten bei uns auch. Es gibt nur, also es ist schon gut, für österreichische Verhältnisse sind wir da, glaube ich, echt schon top. Ich habe jetzt nicht so den Vergleich. Aber wir haben 6 Profis in der Mannschaft oder 7 sogar. Und der Rest ist natürlich auch noch berufstätig. Also es ist, die haben wirklich meinen höchsten Respekt, was sie für ein Pensum abspulen, ist nochmal ein ganz anderes. Und für die, wir haben da wirklich einfach eine super Leistung in der Hinrunde abliefern können. Das war auch die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte mit dem 3. Platz. Und ja, dem Ganzen wollen wir natürlich noch ein Krönchen aufsetzen. Mit dem 2. Platz in der Rückrunde wäre das natürlich getan, aber der 3. Platz wäre jetzt diese Saison auch schon ein großer Erfolg für uns. Ja, wobei ihr habt 3 Punkte Rückstand, ne? Ist alles noch drin, ja. Ja, Torverhältnis ist vielleicht nicht so top, könnte besser werden. Ihr habt ja im Hinspiel gegen Sturm Graz gespielt. Da haben wir leider 4-1 verloren. Wir sagen immer, es kam zu früh, der Sturm kam zu früh. Da waren wir noch nicht so krass eingespielt und es war auch einfach, wir haben einen ganz schlechten Tag erwischt. Passiert. Aber wenn wir haben dann gegen St. Pölten auch unglücklich 3-2 verloren, zum Beispiel in der letzten Minute Gegentor bekommen, wo es auch wirklich, wo du dir denkst, das passiert dann auch nur uns. Und dementsprechend, wenn wir da einfach so kleine Schräubchen noch verstellen, dann können wir da auch punkten. Insofern sind wir da optimistisch für die Rückrunde. Ja, gut. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg und auch dir persönlich. Bist du jetzt dort die Nummer 1? Ja.
Ja, das ist doch super, ne? Das ist doch auch was für Selbstvertrauen, ne? Definitiv, ja. Sich mal wieder durchsetzen, mal wieder Minuten spielen, ne? 90 Minuten durch, ne? Das hat wirklich gefehlt, muss ich sagen. Also da bin ich echt mehr als glücklich jetzt drüber. Ja, Österreich, die Menschen, das ist ein toller Menschenschlag, oder? Also ich finde es super. Ich sage auch immer, ich wurde noch nie irgendwo so schnell integriert wie hier. Also es hat gefühlt einen halben Tag gedauert, da war ich schon komplett integriert. Und auch die Leute außerhalb vom Fußball, das ist einfach so positives Umfeld, das ist einfach sehr gut. Ich hab in Österreich mal für ein paar Monate gelebt, beruflich. Ich hab dann einen Vermieter bekommen, der hatte eine kleine Wohnung für mich. Der hat mir einen Fernseher reingestellt, einen Fernsehsessel, Küche hat er mir Geschirr und Besteck reingemacht. Also das war wirklich sehr herzlich und eine sehr geringe Miete. Das war in Gmunden am Traunsee. Ja. Das ist eine Feriengegend und da habe ich wirklich für kleines Geld toll gewohnt. Ne? Und immer freundlich, immer nett, herzlich. Die Österreicher sind echte Gastgeber. Ne? Ja, also ich verstehe jetzt auch, warum die Österreicher nicht als Deutsche bezeichnet werden wollen. Okay, jetzt habe ich mal ein bisschen bei euch durchgestöbert auf der Vereinsseite. Und es ist mir aufgefallen, jede Spielerin hat einen Sponsor. Ja, genau, ja. Das ist ja was Besonderes. Was macht das auch? Was bringt dir das? Du musst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist ja schon etwas Besonderes, dass jeder da jemanden präsentiert, ne? Definitiv. Es bringt natürlich dem Verein dann auch nochmal eine gewisse Geldsumme. Jetzt nicht, also es ist jetzt nicht irgendwie übermäßig, aber gewissermaßen ja dann, also ist schon in Ordnung. Und ich finde es halt einfach irgendwie cool, jeder hat so seinen eigenen Sponsor, musste dann teilweise, also Teile haben es selbst organisiert, Teilen wurde vom Verein geholfen, was zu finden. Wir Torhüter haben zum Beispiel, man sieht es auch auf dem Bild, wir haben ja immer das orange Trikot mit Gebrüder Weiß. Gebrüder Weiß ist unser Sponsor, also nur Torhüter, der macht für Herren, Frauen, Jugend komplett die Torhüter. Und ich finde es einfach echt interessant, wie das Sponsoring-Konzept hier läuft, auch weil jeder einfach, erstmal, wir haben viel, viel mehr Werbung natürlich auf den Trikots und auch auf den Hosen und überall. Ja. Und ich finde es dann einfach richtig cool, dass irgendwie so jeder noch so seinen eigenen Sponsor hat. Und klar, die Sponsoren sind dann auch voll stolz, wenn so ihre Spielerin ein Tor schießt zum Beispiel. Ja, das wäre ja auch mal was für Deutschland. Man kann ja auch mal solche Sachen nach Deutschland übertragen, weil du sagst ja auch, es bringt Geld für den Verein, vielleicht bringt es auch gewisse Vorteile für den Spieler. Das ist eine Sache, das geht uns hier nichts an. Aber ich finde das eine tolle Sache. Ich finde das wirklich eine tolle Sache, die man auch in Deutschland mal, wo man überlegen könnte, ob das nicht auch möglich ist. Ne? Ja, ich denke gerade so zweite Liga-Vereine und so könnten da dran wirklich, wieso nicht? Also klar, man ist ein bisschen zugekleistert dann mit Werbung und es sieht aus wie, manche sagen, es sieht aus wie Litfaßsäulen, aber so finanzieren wir uns halt insofern, dann sehe ich halt aus wie eine Litfaßsäule, aber ich bin finanziert, ist doch okay. Also ich wäre damals stolz gewesen, so ein Trikot anzuhaben. Ja. Da hätte ich mir jetzt nichts bei gedacht. Sieht teilweise sehr super aus, wenn man St. Pölten zum Beispiel sieht, das habe ich eure Trikots noch nicht so gesehen. Sieht doch klasse aus. Und da von Litfaßsäulen zu sprechen, das ist doch, finde ich, nicht so ganz toll. Ich finde es auch interessant, St. Pölten muss zum Beispiel bei der Champions League, müssen sie relativ viel Sponsoren dann wegmachen, weil man, ich glaube, nur einen auf dem Trikot haben darf. Ja, ja, das sind so die besonderen Regeln. Ne? Ja, nun, ist halt so. Jetzt hattest du mal, habe ich auch gelesen, ein Date in Anführungsstrichen, mit Thomas Tuchel? Ja, mehr oder weniger. Und, wie ist der so drauf? Also ich habe ihn als extrem offenen und herzigen Mensch kennengelernt, der auch extrem interessiert immer war. Er hat mich ja auch gefragt, so ja, hier, und dann bin ich eben umgezogen, weil ich dann von Paris nach Sand gewechselt bin. Und dann hat er mich auch gefragt, so ja, wie das dort so wird und hier und da, und er verfolgt das Ganze.
Ob er es jetzt gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber es war extrem gute und offene Gespräche immer mit ihm, wenn es dann mal dazu kam. Und hat einem immer so das Gefühl gegeben, so, dass es ihn auch wirklich interessiert, dass er jetzt nicht nur so redet, sondern wirklich auch Ja, ja. interessiert ist. Ja, glaube ich. Der ist da, glaube ich, sehr offen. Das könnte ich Ja. mir gut vorstellen. Es hat mal es kurz mal anklingen lassen. Es gibt ja Menschen, die so ein bisschen gegen Fußball sind, die meinen auch beleidigend da sein zu müssen, egal was Fußballerin in der Presse ablässt. Da muss man immer dazwischen hauen. Ich sage mal rote Karte für diese Leute. Was würdest du diesen Menschen entgegnen, die zum Beispiel jetzt auch wieder die Almut Schuld stark angreifen, ja? Ja, also ich finde es extrem schwierig, wenn Leute zum Beispiel Frauenfußball irgendwie haten, sage ich jetzt mal. Warum guckt ihr es euch dann an? Also ich habe auch Sachen, die ich einfach nicht mag, dann gucke ich es auch nicht an, um dann irgendwelche Kommentare im Internet zu verbreiten. Also da muss einem schon echt langweilig sein irgendwie. Und keine Ahnung, wenn das dein einziges Problem im Leben ist, dann geht es dir eigentlich ziemlich gut. Und ja. Klar, bei Experten finde ich es eh immer ein bisschen schwierig, weil ich bin auch mit anderen Experten jetzt nicht einer Meinung, aber persönlich muss ich jetzt niemanden dafür im Internet angreifen, dass er eine andere Meinung hat als ich. Wenn sie die Meinung hat, dann hat sie die Meinung. Und wenn du nicht der Meinung bist, dann kannst du dir deinen Teil denken, aber es ist halt ihre Meinung und jeder hat eine Meinung. Und jemanden für seine eigene Meinung dann irgendwie fertig zu machen, das geht einfach nicht. Nein, das geht absolut nicht. Und da müssen wir auch von abkommen, weil ja, hört sich ein bisschen blöd an. Frauen dürfen doch ihre Meinung zum Fußball äußern. Natürlich. Ob da irgendwo ein Gremium mit Männern besetzt ist und man möchte ganz gerne Frauen dazwischen haben, das kann man doch öffentlich äußern. Jetzt wie Ja. Almut Schuld zum Beispiel, Diversität. Ne? Ja. Definitiv. Ich finde es immer schlimm. Also, es gibt Leute, die regen sich über alles auf. Ob dann Ja. Victoria Berlin dann einen Verein aufmacht und Hertha BSC. Man findet immer irgendwo etwas, wo man drüber meckern kann. Ne? Ja, also ich finde es auch im Internet ist extrem, extrem viel negative Energie einfach unterwegs, wo ich mir denke, das braucht es doch eigentlich gar nicht. Nein, das braucht es auch nicht, weil ihr habt trainiert wie die Männerprofis. Bei minus 88 Grad lasst ihr euch da abkühlen. Ja, ihr macht ja alle möglichen Dinge, die auch die Männerprofis machen. Und Ja. ihr studiert nebenbei noch, ihr arbeitet nebenbei auch noch, was die Männer wiederum nicht machen. Nicht Ja. mal alles. Ja, ich finde auch, wie gesagt, wir haben wirklich einen großen Aufwand. Wir haben zum Beispiel jetzt auch nicht das Privileg, dass wir nach der Karriere dann ausgesorgt haben, sondern da fängt eigentlich für uns so das normale Leben dann an. Ja. Muss man sich auch erstmal zurechtfinden, ist auch nicht einfach. Und wenn es irgendwem nicht passt, was wir machen, dann ist es ja okay, aber dann lass uns einfach unser Ding machen. Wir reden ihm ja auch nicht rein, dass er keine Ahnung was machen soll. Ja, genau. Alle sollen ihr Ding machen, sollen sich um sich kümmern, vor der eigenen Haustür kehren und nicht dann auch die Mädels dann irgendwo fertig machen Ja, oder genau. da irgendwo schlecht drüber reden. Ne? Ja. Ja, Zukunft, Beruf. Nach der Karriere schon Gedanken gemacht, wenn ich Sport, dann Studium. Also mit Sportmanagement werde ich dann wohl irgendwie im Sport wieder bleiben. Was genau, weiß ich aber nicht. Also es kann auch sein, dass noch irgendwie was ganz anderes kommt. Da habe ich jetzt noch nicht so einen festen Plan. Okay, was sagt dir das Wort Villa Kunterbund? Ah, Villa Kunterbunt war wahrscheinlich okay, ich sage immer die beste WG, aber es war bisher auch meine einzige WG. Insofern kann ich das mit gutem Gewissen sagen, dass es absolut die beste Vierer-WG in Sand war, beziehungsweise wir haben in Appenweier in Urlauben gewohnt. Es war keine Chaos-WG, es war eine geordnete Chaos-WG. Also wir hatten Ordnung in unserer Wohnung, aber ja, jede Party ist eigentlich hat bei uns stattgefunden, weil wir einfach auch das größte Apartment hatten als Vierer-WG und haben immer gerne Leute bei uns empfangen und
dann kam. Ja, ist doch super. Das gehört ja auch zu solchen Vereinen wie SC Sand dazu. Ja, das gallische Dorf, ne? Es war so. Irgendwann kam dann auch, ich glaube, zur Halloween-Party hat uns dann eine Mitspielerin eben so selbst gemacht, aus Holz ein Schild mit Villa Kunterbund mitgebracht. Das hing dann auch an unserer Tür. Also es war dann schon, jeder wusste, wo wir wohnen. Ja, und es wird ja auch dann kommuniziert zwischen euch. Auf Instagram kann man es lesen, ne? Ja. VK oder VK11 oder was da so steht. Ich finde das immer ganz lustig. Ich weiß ja, worum es geht. Die EM im Frauenfußball hat ja so einen richtigen Schub der Zuschauer gebracht. Ja. Ist das auch spürbar in Österreich? Also in Österreich generell sind eher weniger Zuschauer da. Wir haben bei unseren Heimspielen noch mit dem besten Schnitt, würde ich sagen. Wir hatten gegen St. Pölten so gut 1000 Zuschauer, aber so auch bei den anderen Spielen immer so um die 500, 600 Zuschauer. Wir hatten aber auch Spiele, wo wir wirklich vor 70, also offiziell waren 70 Zuschauer, aber ich habe das Gefühl, ich konnte alle zählen, also ich weiß nicht. Da sind dann irgendwo im Altenmarkt, also da war halt auch nichts. Das war kleiner als Sand gefühlt, das geht gar nicht. Und da kommt dann auch irgendwie, kam niemand zuschauen. Also es ist, in Österreich könnte zuschauermäßig noch ein bisschen gepusht werden. Also da ist noch gut Luft nach oben. Schade, ne, eigentlich, ne? Weil ja, da sind wir jetzt für verantwortlich, dass wir jetzt attraktiven Fußball hier in Vorarlberg auf jeden Fall mal abliefern und dann kommt schon. Also bei uns, wie gesagt, ist relativ solide immer. Ja, sicherlich seid ihr auch mitverantwortlich, aber da gibt es ja auch noch andere, die da verantwortlich sind, die Werbung machen. Die Vereine müssen auch Werbung machen und sich nicht irgendwie da hinten anstellen und sagen, das wird schon passieren. Ne? Ja, das ist kein Selbstläufer leider. Da muss man schon ein bisschen investieren und auch Marketing betreiben. Ja, genau. Was macht bei euch so das Besondere aus im Verhältnis Fans, also die Mannschaft, Verein und Fans? Gibt es da irgendwas, was man hervorheben kann? Also ich muss sagen, wir haben immer sehr junge Zuschauer. Wir hatten zum Beispiel im Sommer haben wir das erste Mädchencamp gemacht, also reines Fußballcamp nur für Mädchen. Und da kamen dann auch zu den Spielen, kommen jetzt immer welche von denen. Ich war da zum Beispiel Trainerin und die feuern uns dann immer so persönlich an. Also die stehen so hinterm Tor und sagen so, auf geht's, Charlie. Und ich denke mir so, ja. Und das sind einfach so, also es ist viel, viel persönlicher. Man kennt immer mindestens mal eine Handvoll Leute, die zugucken. Und ich finde das einfach wirklich super schön. Gerade für mich als hier einer der wenigen, die keinen Bezug zu Vorarlberg eigentlich haben. Ich wurde so schnell integriert, dass selbst ich jetzt nach Spiel mit irgendjemandem reden kann. Und sonst war es halt immer so, irgendwie auch in Paris zum Beispiel, die Franzosen hatten immer Leute da. Und die Ausländer waren immer so, ja, okay, wir hatten so nach dem Spiel, du hattest einfach niemanden Externes, mit dem du dann reden konntest. Das war dann schon immer schwierig. Und hier hast du einfach so direkt so Anschluss und es kommen immer Leute, die du kennst von außerhalb, die gar nichts eigentlich mit Fußball dann zu tun haben. Und ich finde das einfach echt dann ganz schön. Also hat man als Fußballerin so wirklich das Bedürfnis, auch mal mit Externen zu sprechen, ja? Ja, also ich auf jeden Fall, gerade weil ich es nicht anders gewohnt bin. Ich war auf einer normalen Schule, ich war auf keinem Sportgymnasium. Sprich, ich hatte lauter Freunde, die nichts mit Leistungssport zu tun haben. Und ich habe diese Freunde auch großteils immer noch. Und ich finde es dann einfach schön, du hattest jetzt ein ganz schlechtes Spiel und bist einfach nur wirklich sauer auf dich selbst, sauer auf alles gefühlt. Und dann kommt noch jemand an, der mit dir jetzt über Fußball reden will, da hast du einfach wirklich gar keine Lust drauf. Und bei meinen Freunden besteht da gar nicht die Gefahr, weil die einfach auch teilweise keine Ahnung von Fußball haben. Die reden dann über, ich weiß nicht, ihr letztes ihre Uni-Vorlesung oder irgendwie sowas ganz Normales, sag ich mal. Und das ist dann einfach so eine Entspannung, so ein Ausgleich, so, du weißt, ja, jetzt kommt nichts mit Fußball. Okay, ja, das wollen wir mal so ein bisschen als Schlusswort nehmen. So ein bisschen Entspannung dir gönnen. Man wird wieder trainiert? Erst am 16. Januar wieder, also wir haben jetzt eine gute Pause. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit, viele Geschenke, nochmal, ja, ist ja wichtig auch, ne?
Bleibt vom Papa, ein Hund, ne? Man weiß es ja nicht. Ja, ich glaube es nicht, aber. Ja, vielleicht wird er ja angeregt jetzt. Ne? Gut, also nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir haben ein schönes Gespräch gehabt, meine ich. Ich schalte jetzt aus. Bleibst du bitte nochmal kurz dran. Ja?